herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute, wie ihr zu Hause eine Zigeunersoße selber machen könnt. Dazu Zwiebeln abziehen und in Streifen schneiden, die Paprika waschen, entkernen und ebenfalls in Streifen schneiden. Außerdem Gewürzgurken würfeln. Eine große Pfanne oder einen Bräter erhitzen und die Speckwürfel darin 1 bis 2 Minuten knusprig anbraten. Dann die Paprikastreifen dazugeben. Außerdem die Zwiebelstreifen. Und die gewürfelten Gewürzgurken. Das Ganze jetzt für ein paar Minuten unter Wenden mit anbraten. Das Gemüse sollte etwas Farbe bekommen. Anschließend 3 gehäufte Esslöffel Tomatenmark dazugeben. Den Tomatenmark jetzt unter das Gemüse rühren, dass er sich gleichmäßig verteilt. Anschließend ungefähr 1 Minute lang mit anrösten. Dann mit der vorbereiteten Gemüsebrühe ablöschen. Außerdem ungefähr ein halbes Glas Silberzwiebeln dazugeben. Alles einmal durchrühren und dann für 3 bis 4 Minuten köcheln lassen, bis die Soße eine gleichmäßig sämige Konsistenz erreicht hat. Zwei bis drei Spritzer Worcester oder Worcestersoße dazugeben und vorm Servieren mit Pfeffer, Zucker und eventuell Paprikapulver und Chiliflocken abschmecken. Die Soße eignet sich am besten zu Schweineschnitzeln, als Beilage Ofenpommes. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.